Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade eben zu diesem Look, oder es ist daraus entstanden, ich habe einen Style and Talk gedreht. Und dieser Look ist es geworden. Und ja, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne reinschauen, wenn er online ist. Ich weiß nicht, welches Video immer zuerst kommt. Wenn er online ist, dann verlinke ich das in der Infobox. Und auch in der Infobox stehen weitere Videos zur Auswahl, die ihr euch gerne auch anschauen könnt. Dürft, mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, für alle, die neu sind, hoffentlich. Ich mache Vlogs rund um das Thema Pflanzen. Es geht um Pflanzen, Zimmerpflanzen, Balkongestaltung. Also es ist schon einiges passiert. Dürft ihr euch gerne alle meine, die ganzen Playlists angucken. Terrasse und. Also es geht eigentlich rund um das Thema Pflanzen. Und ja, die Vlogs gibt es immer mittwochs um 17 Uhr und sonntags lade ich immer solche Videos wie Style and Talk oder Get Ready With Me oder zum Thema Fashion, wenn es mal wieder soweit sein sollte. Ja, und Beauty einfach. Alles aus meiner Sicht. Ich bin kein Profi, weder im Garten noch im Beauty-Bereich, aber es ist alles aus meiner Sicht und alles, was, wie ich es gelernt habe und wie ich das immer am meisten handhabe. Vlogge jetzt auch mit der richtigen Kamera wieder. Und ihr seht, deswegen mag ich das nicht, weil das Licht hier einfach, ich bin jetzt dunkel, der Hintergrund ist hell. Und um denen entgegenzuwirken, musste ich hier eine ganze Lampe aufstellen. Und das mag ich nicht so gerne in den Vlogs. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Ihr könnt mich gut verstehen, ihr könnt mich gut sehen und so weiter. Das ist nicht immer einfach mit der ganzen Technik. Da muss man, ich mache das alles alleine, ich muss das alles lernen, irgendwie in Erfahrung bringen und so weiter. Ja. Ich habe, wie gesagt, gerade eben dieses Video zu den Style and Talk gedreht. Habe jetzt Kaffee getrunken und jetzt geht es weiter mit dem Thema Pflanzen. Und heute möchte ich endlich die ganzen Zwiebel einsetzen. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue, ehrlich gesagt. Ich glaube, die meisten Zwiebel sind schon außerhalb deren Pflanzzeit oder Aussaat, aber ich werde sie trotzdem heute machen. Heute ist übrigens der 24. Mai und ja, ich habe gestern nach einer Zwiebel gegoogelt und habe festgestellt, boah, diese Pflanze sieht so mega schön aus. Und ich kann mich nicht entscheiden, will ich sie oben haben auf dem Balkon oder will ich unten in meinem, auf meiner Terrasse haben. Und ich bereue es, dass ich nicht noch mehr von diesen Zwiebeln mitgenommen habe, weil das war ein super Schnäppchen. Diese Zwiebel hat vorher 5 Euro gekostet. Und, gekauft habe ich sie für 1 Euro, genauso wie die anderen Zwiebeln, die ich euch nachher zeige. Die gab es einfach an der Kasse zum Schluss und die habe ich einfach von aller Sorte 1 mitgenommen. Und ich habe gestern nach dieser hier gegoogelt, das ist die Gartenamaryllis und die sieht so mega gut aus. Deswegen werde ich die wahrscheinlich hier oben einpflanzen, weil die hat so riesige Blüten. Und der Kanal, wo ich das gesehen habe, hat gesagt, eigentlich muss man die Dezember oder so aussetzen. Deswegen, ich bin sehr, sehr spät dran, aber wie gesagt, hallo, 1 Euro. Und er meinte, je mehr mal die gießt, also mehr Wasser gibt, desto schneller treibt die aus. Vielleicht, weil die ist ja hier schon grün, vielleicht kommt sie noch hinterher. Vielleicht werden wir dieses Jahr noch Pflanzen haben und dann ist das keine winterharte Pflanze. Das heißt, ich müsste sie eigentlich in einem Topf machen, damit ich sie auch wieder, also in keinem Kübel, sondern in diesen Untertopf reintun, damit ich die halt auch im Winter reinbringen kann. Ja, und ich habe sehr viele Zwiebeln noch da hinten liegen, wie ihr bestimmt in den anderen Videos gesehen habt. Und deswegen fangen wir mal schnell an. Ich werde jetzt noch meine Haare zusammenbinden und ich überlege, ob ich eine Jogginghose anziehe. Ziehe ich oder ziehe ich keine Jogginghose an? Und ich habe im letzten Vlog doch die Kamera so hingestellt, dass die schief ist und fragt mich, was soll ich denn nur machen? Ich bin so doof. Manchmal stehe ich so auf dem Schlauch, dass da denke ich mir auch in den Videos, du bist nicht normal, Mädchen. Ich hätte einfach mal ein Stativ nehmen sollen, so wie jetzt gerade eben. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ein Stativ und wir haben heute Feiertag übrigens. Das heißt, wir haben hier keinen Verkehr, keine Geräusche, außer vielleicht Windgeräusche. Aber ich hoffe, es geht trotzdem, ja. Gut, ich mache jetzt meine Haare zusammen und dann sehen wir uns gleich hier auf dem Balkon. Und ich hole noch... Habe ich hier einen Topf? Ich muss mal gucken, ob ich hier einen Topf habe. Genau.
Man muss eigentlich mit Licht filmen und nicht gegen den Licht. Ich habe hier, passend zum Thema Pflanzen, eine Dolce & Gabbana Gummiband mit einer Blume. Und das mache ich jetzt mal rein zum Thema. Und nach dieser Umstellung, ich habe jetzt mein Zimmer umgestellt, muss ich mal wieder mich wieder neu finden. Neu orientieren, auch beim Schminken, so ist alles ungewohnt. Und dieses Teil in Talk, wenn ich dann reingucke, wird wahrscheinlich sehr chaotisch sein. Weil irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde, die Vlogs fallen mir leichter zu drehen als solchen anderen Videos. Und wie sieht das aus? Ich weiß gar nicht, ich kann es ja nicht sehen. Ne? Schreibt es mir in die Kommentare wahrscheinlich. Ist da ein Stuhl dahinter? Gut, ja, jetzt gehen wir mal auf den Balkon. Ach ja, ich guck mal, ob ich da was habe. So, ich habe jetzt so einen riesen Topf hier. Ich glaube, das wird wunderbar passen. Und die kann sich dann Jahr für Jahr hier entfalten, hoffentlich. Machen wir mal voll. Zwiebeln, oder? Dann abmachen. Luni, du verspürst die Sicht entfühlen. So, jetzt setze ich die ein. Die soll ein bisschen tiefer. Die soll bis hierhin, glaube ich, eingesetzt werden. So, dass dieser Teil hier rausguckt. Und dann haben wir schon die erste Pflanze reingesetzt. Das tue ich auch noch mit rein. Damit ich immer weiß, was los ist. Und wenn ich dann einen passenden Übertopf dafür gefunden habe, lasse ich die hier auch stehen. So, damit sie schön im Hintergrund gedeiht. So. So, ich zeige euch jetzt noch, welche Blumen ich noch hier habe. Ich habe einmal noch den Sack hier, den werde ich unten verteilen. Ich glaube, ich habe nur noch diese hier, was auch immer das welche sind. Dann habe ich hier Hängebegonie. Keine Ahnung. Ich glaube, so ist besser mit dem Licht. Hängebegonie. Das zeige ich euch noch mal kurz, damit ihr das sehen könnt noch mal. Dann habe ich Baumlilien. Baumlilien, ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Ich habe letztes Mal gesehen, die können richtig riesig werden. Die können so richtig riesen Blüten haben. Oh, wie cool. Cool, cool, cool. Dann habe ich hier indisches Blumenrohr. Das weiß jetzt nicht, wie das aussehen wird. Ich muss das mal ja googeln. Auch cool. Und dann haben wir hier Schwertlilie. Ich glaube, die habe ich hier unten in diesem Gebüsch. Ich glaube, dass das sind, was gerade am Blühen ist. Voll cool. Und dann habe ich... Ah, das ist noch diese, der Rest. Den setze ich auch irgendwo ein. Wobei ich weiß immer noch nicht, wie rum. Immer noch nicht gegoogelt. Gladios. Ich google die gleich. Und dann habe ich jetzt gerade noch entdeckt, noch eine Amarine. So, nicht das gleiche, ne? Ach, die sind winterhart, okay. Die, ich glaube, das setze ich auch unten im Garten und Kübel rein. Für Beet und Kübel, ach du. Okay, die setze ich auch mal da rein. Weil ich habe ja noch viele Töpfe da unten stehen, die jetzt auch bepflanzt werden müssen. Und alle Pflanzen, die hier so sind, die dann irgendwie zu groß werden, die werde ich nächstes Jahr dann in die Terrasse aussetzen.
Zum Beispiel wie diese hier, die ist ja schon so ziemlich riesig, ne? Ich glaube, das ist keine Küppelpflanze. Ja, oder diese hier, die so wahnsinnig groß geworden ist, auch lang. Ja, die würde ich dann nächstes Jahr umsetzen. Da unten in den Garten. Und das sind die Schwertlilien. Da unten. Ich glaube, dass das welche sind. Die haben wir dreimal. Ja, guck mal. Das ist auch schon super lang geworden. Ja, und bald fahren wir in den Urlaub. Deswegen warte ich noch mit dem nächsten Kasten. Ich muss für die nächsten Kasten hier die weitere kleinere Blumen kaufen. Oder was auch immer bestellen. Ich sag immer bestellen, aber ich bestelle dann doch nicht. Ich mag einfach nicht bestellen. Ich will einfach nur sehen, was ich da kaufe. Ne? Und hier habe ich zum Spaß irgendwas reingesetzt. Frag mich nicht, was. Es ist schon so lange her und es blüht jetzt. Es ist jetzt endlich rausgekommen. Total cool. Ja. Ja, hier habe ich letztes Mal auch was reingepackt. Das ist ja mir im letzten Video kaputt gegangen. Ich weiß nur nicht, soll man das jetzt abschneiden und dann ist Jod? Oder was passiert dann? Das muss ich auch mal googeln. Dann gehe ich mal runter mit dem ganzen Zeug. Genau, ich brauche sowieso Töpfe hierfür. Ich habe noch keine gekauft. Vielleicht mache ich das mal vor dem Urlaub oder nach dem Urlaub. Ich weiß nicht. Und kaufe mehrere dieser Töpfe da. Oder gucke, ob es jetzt was Neues gibt zu diesem Preis. Die kosten ungefähr 13 Euro oder so. Ist für mich super günstig mit diesem Preis. Kann ich gut leben, aber ja. Also ich packe jetzt mal die ganzen Sachen nach unten. Und dann machen wir das weiter. Ich habe gestern schon ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Und habe, das ist die Stockrose, habe ich eingesetzt. Und diese Dinger habe ich eingesetzt. Wieso vergesse ich immer, wie das heißt? Oh, Leute, ich vergesse das immer, wie das heißt. Dabei sind es die Lieblingsblumen von meiner Schwiegermama. Wie heißen die denn? Oh, die habe ich überall. Oh, immer vergesse ich das. Total komisch. Ja, das ist die Hortensien-Dings. Ja, eigentlich war sie schon prachtvoll. Und das sind diese aus dem Nutella-Glas. Diese Mädchenauge. Und man sieht hier genau, wie das Wasser, als ich das gegossen habe, ist mir das Wasser so rausgeflutscht. Und so sehen die auch aus. Die sind ein bisschen auf dem Rand geschwemmt. Wurden die auf dem Rand geschwemmt? Deutsch? Keine Ahnung. Und die blühen endlich. Und hier hatte ich einen Topf. Das hat ewig gedauert, bis was rausgekommen ist. Und hier ist es endlich rausgekommen. Wo ist denn das da? Eine. Die Colors brauchen ein bisschen noch. Achso, und die habe ich auch noch reingesetzt gestern. Das ist die Feuerblume, das ist die Stockrose. Ich bin heute nicht normal. Ich glaube, ich habe zu viel gearbeitet. Ganz komisch. Ja, so. Und die Dinger, oh, das sieht so toll aus. Ich liebe das. Jetzt müssen noch die Steine hier. Die sehen so toll aus. Ich liebe das wirklich. Richtig schön. Auch bunt, ne? Bunt rausgekommen. Weiß und rosa. Wie kommt das überhaupt? Muss man die jetzt hier abschneiden? Oder was macht man da? Muss ich mal gleich googeln, was ich damit machen soll. So, dann setzen wir mal die Zwiebel ein. Heute ist es wieder windig. Ich hoffe, ihr könnt mich alle noch verstehen. Oh, guck mal, hier treibt ja schon eine aus. Eine Gladion. Oh mein Gott, der Wind. Ich hoffe, das geht trotzdem. Jetzt, wo ich vlogge. Ah, okay. Hier treibt schon eine aus. Vielleicht muss man die doch so nach oben setzen. Kann mir einer verraten, wie man da ist. Ich habe jetzt gesehen, dass die so gesetzt wurden. Aber die kommt jetzt so raus. Ich glaube, ich setze die jetzt einfach eine so rein. Und dann ist gut in einem Topf. Und die werden richtig lang, habe ich gesehen. Richtig groß und so. Deswegen, wo sind meine Handschuhe? Immer suche ich meine Handschuhe. In welchem Topf? Ich habe keine Topfarbeit mehr. So, ich nehme so einen Topf.
Also das Wetter wird immer verrückter. Jetzt, wo ich vlogge, bricht hier ein Sturm aus. Reality Life, mehr geht nicht. Ich werde wahrscheinlich nur die Dinger reinsetzen schnell. Und ja, ich weiß nicht, abwarten. Okay Leute, es ist jetzt so stürmisch geworden. Ich glaube, das ist jetzt voll windig, dass ich das nicht so weiter drehen kann und auch nicht im Garten arbeiten kann. Oh. Und ich glaube, das wird sehr kurz, der Vlog, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich noch heute weitermachen werde. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt erstmal nach oben gehen, ein bisschen am PC arbeiten und wenn das sich legt, was ich eher nicht glaube, wir haben jetzt schon 5 Uhr, sagt mir die Wettervorhersage. Es sollte wieder regnen auch. Ja. Also ich würde mal sagen, wenn ich heute nicht mehr vlogge, verabschiede ich mich heute. Wahrscheinlich wird es richtig kurz. Jedenfalls wisst ihr schon mal, welche Zwiebel ich habe und welche ich anpflanzen möchte. Und, wird immer stürmischer, also es funktioniert heute wahrscheinlich nicht mehr. Also wenn ich heute nicht mehr vlogge, verabschiede ich mich heute für heute. Und ja, kurz und knapp, es tut mir leid. So ist das Leben halt, sage ich immer. Und ich hoffe, bis zum nächsten Vlog bin ich schlauer und vielleicht habe ich ein paar Töpfe mehr. Oh, es hört sich immer schlimmer an. Also wie gesagt, ich verabschiede mich an dieser Stelle, falls ich nicht mehr vlogge. Wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja. Hier verlinke ich euch ein paar Videos mehr und ihr dürft mich auch gerne hier abonnieren und hier dürft ihr gucken, ein paar andere Videos und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!